Moin, moin. Glaubt es oder nicht, meine Freunde, es ist wieder ein Video. Die dritte Woche in Folge. Oh mein Gott. Entschuldigung im Voraus, falls die Quali jetzt vom Audio beschissener ist. Ich habe zwar immer noch mein Mikro. Fick dich. Da ist das Beauty, das Professionellste in meinem ganzen Zimmer, wenn wir ehrlich sind. Aber da ich das sozusagen live kommentiere, habe ich gerade keine Lust, das abzufilmen und dann beim Film zu merken, ich wollte doch länger bei Bild bleiben und dann, keine Ahnung. Ist es praktischer, das direkt einzureden? Also wie gesagt, tut mir leid, wenn das Audio dann beschissen ist. Ist nicht mit Absicht. Ist es einfach einfacher so zu filmen, wenn man eine Sketchbook-Tour macht. Ich tut mir leid. Technik. Die begeistert. So. Na? Okay. Nein! Na! Könntest du jetzt bitte in der Halterung bleiben? Danke. Zur kurzen Erklärung, warum ich gerade kurz ausgerastet bin, mehr oder minder. Da in der Spange, wo ich mein Handy immer einklappe, damit man halt von oben das Bild hat, meine verfickte Sperrtaste und meine Lautstärkentaste sind genau gegenüber, aber genauso auch in dem Klammerfeld, wo ich immer mein Handy einklammer. Und deswegen schaffe ich es andauernd aus Versehen, mein Handy entweder komplett runterzufahren oder es zu sperren und dann muss ich wieder das Video neu starten. Ich wiederhole, es tut mir leid, dass es technisch gesehen absoluter Dünnpfiff ist. Aber ich hoffe, die Bilder gefallen Ihnen. So, da die Frage bestimmt kommen wird, das hier ist ein Leuchtturm-Sketchbook. Ihr seht gleich, warum Sketch. Modell 1917. Ich habe ja schon einige Sketchbooks ausprobiert. Und bisher funktioniert das echt am besten. Weil ich sagen muss, ich habe hier anscheinend ein Montagsmodell erwischt, zumindest das hier. Warum, seht ihr auch gleich. So, es war erst bei Green. Mein erstes war meine allerliebste Farbe Gelb. Das ist meine Zweitlieblingsfarbe, direkt nach Gelb, Hellgrün. Und ja. Das erste Bild ist meine werte Dame Cerise. Am 26.06.2019. Ja, moin. Sie hatte ein sozusagen neues Aufleben. Zuerst war sie ein reiner Rassenossi. Also Rassenstuff ist halt, wenn ein Künstler sich selber eine Rasse ausdenkt. Und also so wie man es halt auch zum Beispiel von Hunderassen kennt. Du hast Grundmerkmale, die immer vertreten sind. Die... Nehmen wir mal kurz Licht. Die überall sind. Aber dann gibt es halt immer wieder Abweichungen, die sozusagen eine andere Unterart definieren. Und das Problem war nur, kaum habe ich sie gedroppt, gefühlt 2 Stunden später wurde die Rasse geschlossen, weil auf einmal die Leute dachten, boah, ich habe keinen Bock mehr, weil es passiert ja nichts. Du musst die Leute wirklich pushen, dass die aktiv sind. Was mich daran erinnert, dass ich wollte letztes Jahr meine Rasse nochmal neu aufziehen, RIP. Vielleicht schaffe ich es nächstes Jahr, 2022. Dritter Versuch. Das ist ja, glaube ich, ehrlich gesagt nicht mehr dran. Aber ich habe ihr jedenfalls ein neues Leben gegeben. In der RP-Gruppe Die Legion auf Facebook. Und ihre Hauptmarotten sind halt einfach, sie ist wirklich eine Lady im Gegensatz zu mir. Sie liebt Tee, das haben wir gemeinsam. Und ich feiere das Todes Anglerfische, deswegen hat sie hier diese Bimsel. Weil sie ein Anglerfisch ist. Das ist aber auch das einzige Merkmal. Also, seit dem Redraw. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch das alte Ref finde, um das zu zeigen. Surprise! Ich habe es wirklich gefunden. Hier, das... oh mein Gott, 2017.
Scheiße, ich dachte, ganz ehrlich, ich dachte jetzt nicht, dass es schon wieder 2017 her ist. Inzwischen fast 5 Jahre. Aber ja, die Rasse hieß Ella Beast, wie man hier lesen kann. Maybe, falls man meine Schrift lesen kann. Manche können es, andere nicht. YOLO. Und das war halt ihr erstes Design. Und da hat sie auch ein bisschen mehr von dem Fisch gehabt. Also halt dieser Schwimmhäute hier am Handgelenk, weil ich es ganz fesch fand. Und was halt eine sozusagen das größte Hauptmerkmal dieser Rasse war, sie haben Glaseinsätze, mindestens den Bauchbereich hier. Das hatte ich sozusagen nochmal extra als weitere Upgrade dieser Seltenheitsstufe. Und dann siehst du halt das Tier da drin. Ob das jetzt nur eine einfache Silhouette ist oder wie ich es versucht habe, nachts dann im Blauschimmer so die Umrisse von den Zähnen und den Augen. Ich gebe zu, man sieht es sehr schlecht. Aber ich weiß, was es ist. Ja. Also, sie sollte halt einfach eine elegante Lady sein, die blind ist und ein Ding hat. Und das ist sie halt grundsätzlich weiterhin geblieben. Nur, jetzt brauche ich mein anderes Sketchbook. Ich bin gerade so faul, wieder die Anführungsstriche zu machen. Okay, es tut mir leid. Da ist es. Ich musste sie halt vereinfachen, weil es halt eine RP-Gruppe ist, sprich du fängst am Anfang sehr einfach an, aber man muss dazu sagen, ich hatte Schwein. Ich habe eine Sonderregelung bekommen, dass ich mehr Details machen darf als eigentlich. Gott sei Dank. Das ist für mich halt echt das Mindestmaß an Details, ansonsten habe ich keinen Bock zu zeichnen, weil es mir zu schlicht ist. Das ist halt ihr Beginner-Outfit. Wenn wir ehrlich sind, man müsste eigentlich auf Level 5 oder 10 sein, um diesen Detailgrad sozusagen aktivieren zu dürfen. Aber ich hatte halt Glück, dass ich sozusagen die Richtige gefragt habe, die mir ein Auge zugedrückt hat, weil sie weiß, wie detailliert ich eigentlich arbeite. Aber ganz ehrlich, wenn ich das alte Character Sheet betrachte, ja, ich bin ganz glücklich, dass sie ein neues Leben bekommen hat, weil ich mag grundsätzlich immer noch den Schnitt. Aber es passiert an einigen Stellen zu viel. Siehe hier beim Schuh, wo unbedingt ein Muster unten rein sein, dann Bänder und dann nochmal das und pff, hier passiert wieder 5 Stunden nichts, dann kommt wieder das und das und dann ist hier wieder 5-mal Autounfall und nein, also auch beim Character Design lernt man mit der Zeit und entwickelt sich weiter. Und ich finde, auch wenn ich immer noch einen dezenten Detailwand pflege, das kann ich echt nicht runterreden, ich finde, dass ich ein ausgewogenes Verhältnis habe von da passiert viel, da weniger, dass es einen schönen Fluss hat und nicht und dann langweilig. Und dass es die Details halt einfach mehr Sinn ergeben. Ich meine, hier, da passiert auch nicht wenig. To be true. Aber ich finde trotzdem, dass es ein ausgeglichenes Element hat zwischen hier ist es ruhiger, da passiert wieder mehr, dann wird es sozusagen wieder weniger, dann ist da einfacher Schnitt und dann kommen nochmal so 2, 3 Elemente drüber und dann wird es wieder einfacher im Detail, gerade hier bei den Schuhen. Also, ja, statt halt... Ja... Ich finde es echt faszinierend, dass man sogar beim fucking Designen, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, ist übrigens dasselbe Leuchtturmmodell, merkt, dass man sich selbst da entwickeln kann. Sogar da. Irgendwie hört sich das abwertend an, aber für die Leute, die auch zeichnen und Charakter entwickeln werden, wissen, was ich meine. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass Cerise ein Zweitleben bekommen hat, weil das Outfit ist definitiv schöner. Ich muss sagen, mir gefällt wirklich mal das Schlichtere. Und das ist echt nicht so häufig. Aber das Beste an dieser Seite. Ich liebe es, mit Silber rumzuspielen. Allgemein mit Glitzerfarben so lasieren, dass du die halt echt nur, wenn du die bewegst, im Licht so das liest. Cheat-Time! So, dann haben wir nochmal Series. Nachdem ich sie da erweckt hatte, war ich kurzzeitig aktiv. Grüße an Alina und Niki, falls ihr guckt. Das, wo wir gerade bei Adina sind, es war sozusagen eine Hommage an ihren ehrenhaften Kreuzzug mit Okari, ihrem Legionscharakter.
Sagt man Ihre? Egal. Und eines ihrer größten ersten Bilder mit Okari ist halt, wie sie eine Horde von diesen Klubbel-Quabbel-Viechern, die du auf jedem Game als erstes triffst, zum Leveln platt macht. Und ich dachte mir so, ja moin, why not? Aber ich weiß nicht, irgendwie ist Okari erst immer noch legendärer. Aber ganz ehrlich, am schönsten ist dieser kleine Kollege hier. Guckt euch diesen kleinen, armen, traurigen Blobby an, der sieht, wie seine Kumpels zerbeult werden und geplättet werden und getötet werden und dann fliegt er einfach nur so traurig so zurück, so no. Aber ja, wo ich gerade mein Pferdchen gezeigt habe, was übrigens auch eine Rasse ist. Ich bin ein kleines Rassenopfer. Das ist mein Holzpferdchen, ganz einfach gesagt. Und ich habe ihr mit Absicht einen maskulineren Touch gegeben, was ihre Statur und so belangt. Auch ihren Charakter. Schon allein, weil ich Tomboys liebe zu spielen. Und weil ich selber halt ein Bauer bin, kann ich mich am besten reinversetzen. Aber auch wenn ich zuerst nicht verstanden habe, was man hier meint hat, aber ja, also, ich weiß nicht, irgendwie, die Schultern stehen halt echt zu hart ab. Auch wenn sie mit Absicht ein breiteres Kreuz haben soll, aber man kann nicht alles haben. Aber man kann sich's angucken, auch wenn ich mir gerade nicht sicher bin, ob man wirklich die Brille so halten kann, wie ich es hier gezeichnet habe. Das war der 6.7.19. Noch mehr Rassenstuff. Hier seht ihr mein Profilbild. Also genauer gesagt ist mein Profilbild ungefähr dieser Bereich. Aber im VIP-Prozess, da sind ja noch ein, zwei kleine freie Stellen. Und ich liebe es einfach, wenn du so eine freie Stelle hast, die richtig langweilig aussieht. Und daneben habe ich ein full geschadetes Feld. Und dann denkst du so, boah, was Farm alles machen können. Das ist die Magie hinter Koloration, meine Freunde. Deswegen liebe ich es aus tiefstem Herzen. Aber es ist immer noch mein liebstes Bild von Scars. Eigentlich heißt sie ja lang Scarlet, aber ich nenne sie halt immer nur Scars. Und ich habe halt, wie man vielleicht sieht, versucht, Froschperspektive zu zeichnen, weil mir die immer noch deutlich schwerer fällt als Vogelperspektive. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich 100% korrekt ist, weil mir halt auch wieder diese extrem breiten Schultern auffallen. Aber ich finde trotzdem, im Gesamtbild sieht es echt schön aus und ich mag das Bild. Das ist es nicht ohne Grund überall mein Profilbild geworden, weil ich echt fucking selten meine Profilbilder ändere. Ich bin da sehr, sehr wählerisch, was wirklich hübsch genug ist, dauerhaft zu bleiben, weil es halt wirklich dauert, bis ich wieder sage, okay, dieser Shot ist so geil, den baller ich jetzt überall rein. Daneben haben wir Yang, mein kleines, süßes, lebendes Easter Egg, was auch einer Spezies anbelangt, zu meiner Herzensserie Ruby. Sie ist sozusagen eine Fusion aus Ruby und Yang. Und nochmal als eigene Aussie. Also sie hat von beiden Marotten reinbekommen. Halt Yang offensichtlich der Name, weil ich Yang einfach aus tiefstem Herzen liebe. Dass ich aus Versehen ihre Haar- und Augenfarbe geswiped habe, weil halt Yang blonde Haare hat und lilane Augen und meine Yang halt lilane Haare und gelbe Augen. Das war aus Versehen. Fand ich aber ganz cool im Nachhinein. Die Sense ist halt an Ruby angelehnt und auch ihr Kampfstil. Aber ansonsten, ah ja, stimmt. Und sie hat auch ein Cape. Aber statt diesen fetten Umhang habe ich ihr dann einfach nur so ein Schalende gegeben. Aber ansonsten habe ich halt versucht, sie wirklich was Eigenes werden zu lassen. Und ich finde, wenn man nicht weiß, dass sie ein lebendes Easter Egg zu der Serie ist, sieht man es auch nicht. Und sie ist eine Eule, weil Eulen sind Liebe. Sie ist alles, was ich liebe. Sie hat aber auch nur die Ohren, weil ich immer zu faul bin, die scheiß Flügel zu zeichnen. Flügel sind anstrengend. Ich verstehe nicht Menschen, die einem Charakter zum Beispiel 6 Paar Flügel geben, Alter. Was ist los mit euch? Mein tiefsten Respekt dafür, Buddies. Just saying. Aber ich habe ewig gebraucht, bis ich mit ihrer Sense zufrieden war. Mittlerweile bin ich's. Ich glaube aber, die ist nicht mehr in diesem Buch drin. Aber jetzt sind wir wieder bei Ai. Beziehungsweise ist das ein, sagen wir, Semi-Ship-Bild von meiner Ai und Alinas Thorsten. Sie ist
literally der Spezies nur beigetreten, weil sie gesehen hat, dass ich mir ein MGO gekauft habe. Wir gehören einfach zusammen. Wir sind Zeichner-Buddies. Ich hab dich lieb, Schatz, wenn du das Video guckst. Just saying. Und Thorsten ist einfach ein kleines Opfer. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders formulieren. Er möchte die ganze Zeit was von Ei haben. Also er würde schon gern wirklich den Chip real werden lassen. Aber mein Pferdchen hat halt einen extremen Dickkopf wie ich. Und ist etwas abstoßend vom Charakter her aus Selbstschutz. Wie er gerade in der AP langsam kennenlernt, warum. Wir kommen langsam zu ihrem weichen Punkt. Und er hat echt unzählige Versuche gemacht, näher an sie ranzukommen. Und jetzt schafft er es endlich. Aber da ist immer noch dieses, naja, ich hatte Bock auf dem Eis, du bezahlst mir das. Da werde ich auch mal 5 Minuten deine Nähe ertragen. Also es war mehr aus, ich will das Eis haben und muss mit dir leben für die 5 Minuten Moment. Aber hey, er war glücklich, dass er die 5 Minuten hatte. Seien wir ehrlich. Aber er ist ein kleines Opfer. Aber immerhin kriegt er langsam seinen Schatz. Hier war ich zuerst unzufrieden mit der Pose, aber wie ihr gleich sehen werdet, habe ich die Pose doch noch gerettet. Ich wollte es nicht sterben lassen. Aber es ist kein... Also, wo wir gerade kurz bei diesem Bild sind. Leute, wenn ihr ein Sketchbook habt oder whatever für ein Book, wie auch immer ihr es nennen wollt, scheiß drauf. Ihr müsst nicht jedes Bild perfekt machen. Ihr könnt auch ein Bild abbrechen, wenn ihr sagt, scheiße, Alter, ich bin nicht zufrieden. Das gefällt mir nicht. Ihr müsst euch nicht fertig machen, von wegen, ich muss das Buch perfekt haben. Scheiß drauf. Das Leben ist nicht perfekt, du bist nicht perfekt, das Buch muss nicht perfekt sein. Du darfst Fehler dann drin haben, okay? Also, wenn ich halt zum Beispiel immer höre, wie die Leute sich selber zu Tode triggern, von wegen, oh nein, das ist die erste Seite meines Buches, das muss perfekt werden. Nein, aus! Es ist ein Buch, du bist ein Mensch. Nichts in unserem verfickten Leben ist perfekt. Bitte hört auf, euch selber unter Druck zu setzen, dass alles richtig werden muss. Ihr könnt auch was abbrechen. Es wäre nur unvorteilhaft, wenn das ganze Buch ein einziger Abbruch wäre. Mal was abzubrechen, Spoiler vor, es ist nicht das erste Bild, was ich abbreche. Es gibt noch 2, 3 andere. Es ist okay, es gehört dazu. Wenn wir nicht zufrieden sind, fuck off. Es ist nur dein Hobby. Du bist gerade nicht auf Arbeit und musst das fertig kriegen, okay? YOLO. Ja. Ich hatte versucht, Lynn beim Rundgang zu zeichnen. Sie ist halt die Wächterin meines Elfendorfes. Von meiner Herzensstory, wo ich echt noch vieles ausarbeiten muss. Aber, ja. I'm not amused. Ich habe halt mal versucht, statt mit grauen Schatten den weißen Stoff mal mit bunten Schatten zu machen. Schon allein, weil ich halt hier diesen Sonnenaufgang habe. Aber ich weiß nicht, ob es mir nur einbildet, aber ich finde, es ist zu bunt. Ich hätte wirklich mit grau rangehen müssen. Jetzt im Nachhinein konnte ich halt nicht mit grau so krass nachschattieren, um das nachzuholen. Und naja, komm mal näher. Ich habe ja vorhin Montagsmodell angemenschend. In dem gelben Buch davor konnte ich wunderbar eine Gruppe Rubbelkrepp arbeiten. Das Ding hier. Das bedeutet, die Fläche, die du nicht colorn willst, die machst du damit voll, lässt es trocknen. Dann, jetzt zum Beispiel hier ein Beispiel, habe ich dann einen Hintergrund mit Aquarell gearbeitet. Habe das wiederum trocknen lassen und dann wollte ich es eigentlich nur runterrubbeln, um dann den Charakter mit Corbic zu machen. Weil es einfach für mich zu anstrengend ist, wirklich penibel beim Colorn drauf zu achten, dass ich ja nicht über die Lines trete. Weil dann kann ich mich nicht mehr auf den schönen Übergang konzentrieren und das würde einfach zu viel zerficken auf das. Naja. Das Papier hat sich gewehrt. Deswegen Montagsmodell. Irgendwie ist das Papier nicht gut drauf. Ich weiß nicht, was ich dem Papier getan habe. Ich habe versucht, meine Liebe zu geben, aber vielleicht war es auch zu viel Liebe. Aber Rubbelkrepp und dieses Papier waren keine besten Freunde. Deswegen, unter anderem deswegen habe ich das Bild abgebrochen und weil ich halt diesen Schatten hier, er hat mich zutiefst getriggert, weil das zu viel Farbe ist. So, dann haben wir Cerise. Ich habe halt nochmal die Pose neu gezeichnet und diesmal wieder ein bisschen Perspektive reingebracht und finde,
Es ist ein schönes Bild. Das ist sozusagen after the blobs. Deswegen sie ja hier auch den wunderschönen blauen Schimmer hat. Das sieht man gar nicht so gut in der Kamera. Ah, nicht wirklich. Aber im Gegensatz zu Okari hat sie sich relativ sauber gehalten. Und vor allen Dingen auch im Gegensatz zu mir, Alter. Ich sehe ihm aus wie ein Stück Scheiße, wenn ich zu Hause irgendwas koche oder backe. Auf Arbeit ist es ein bisschen routinierter, aber da ist es auch nicht wirklich vorbildlich. So, das Bild habe ich beendet, aber bin ehrlich gesagt nicht zufrieden. Es ist okay, wenn du mit einem Bild nicht zufrieden bist. Du musst es nicht verbrennen, du musst es nicht rausreißen oder aus der Weltgeschichte zerstören. Wie auch immer, es ist okay. Aber ich wollte eigentlich eine ganz süße Szene zeichnen, wie Lin Leine rettet, weil man halt sieht, dass sie ein bisschen was abbekommen hat. Und sie ist halt die Mutti der Gruppe. Und gerade alleine liegt ihr auch halt hart am Herzen. Und deswegen dachte ich so, yo, machst du mal so eine Action, wie sie alleine so mit sich trägt, weil die Verwundete alleine halt mit sich trägt. Aber guckt euch diese Proportion an. Also klar, alleine ist die kleinste in der Gruppe. Sie ist wirklich der Zwerg. Sie ist süße 1,50 groß. Oder 1,53. Irgendwie so um den Dreh. Und Lin ist halt fast 1,80. So. Aber die alleine ist einfach gefühlt 5 mm im Vergleich zu Lins Körper. Und deswegen ist das absolut deproportional und zerfickt das Bild. Aber ich hab's durchgezogen, weil ich mir dachte, du hattest erst vor 2 Blättern ein angefangenes Lin-Bild, das willst du nicht wieder. Aber daneben haben wir wiederum ein Bild, was ich mag. Sie gehört auch zu der Herzensstory. Sie ist meine Protagonistin Layla. Surprise, ja, ich habe ihren Spitznamen als meinen Künstlernamen geklaut. Lay. Und sie ist sozusagen mein Mini-Me. Und am Anfang der Story hasse ich sie des Todes, weil sie einfach mein altes Heulsusen, ich trau mich nix, whatever, ich triggert. Ich will sie da wirklich töten, ganz ehrlich. Aber sie wird nach einem langen Prozess, Gott verdammt, das wird so anstrengend, ein guter Charakter, der auch kämpfen kann. Und das soll jetzt sozusagen einen Moment zeigen, wo sie eine krasse Wasserattacke aus starken Gefühlen heraufbeschwört. So das klassische Anime-Muster. Die krassesten Wasserattacken schaffst du nur, wenn jemand verletzt wird. Also allgemein die krassesten Attacken. Es ist, ganz ehrlich, das ist allgemein ein recht beliebtes Bild bei mir. Ich kann es verstehen, aber können wir bitte kurz auf diese Stummelbeine gucken? Also, man sieht es nicht so ganz so gut, weil das Wasser davor ist, aber die Beine sind literally nur dieses Stück. Das sieht einfach aus, als wären ihre fucking Beine amputiert, aber ich wollte es eigentlich nur so zeichnen, dass er halt auf der Seite sitzt und dann der Rest verschluckt wird von der Perspektive, aber die Beine sind viel zu klein. Aber das Schöne ist, durch diesen Wassereffekt scheißt jeder da drauf. Das ist keiner so aufgefallen. Außer jetzt vielleicht dir, weil ich es gesagt habe. Es tut mir nicht leid. So, jetzt kommen wir zu einem Redraw. Und ich merke gerade, ich muss schneller reden und nicht mehr so viel, weil wir schon fast bei einer halben Stunde sind. Es tut mir leid. Das ist von März 2015. Ich habe September 2014 angefangen mit dem aktiven Zeichnen. Das davor bewerte ich nicht, weil einfach zu viel Scheiße passiert ist und ich keinen Nerv hatte, mich damit richtig auseinanderzusetzen. Aber es ist immer noch eins meiner ersten Bilder und ich mag es immer noch recht gern. Nur ich bin nicht zufrieden mit dem Redraw. Einer der Gründe ist einfach, das ist mein zweites Redraw. Bei meinem ersten Redraw war ich zuerst stolz drauf, dann habe ich es halt stolz in Zeichnergruppen gepostet und dann kamen halt nur Kommentare von wegen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und ich saß dann so da, tut mir leid. Ja. Und leider Gottes habe ich dieses Lernprozess sozusagen falsch übernommen. Ich suche selber bewusst nach Fehlern. Während hier zum Beispiel gefühlt 5 Kilometer lange Beine sind, hat sie hier, ich weiß nicht, ob ich es mir nur einbilde, aber ich denke, sie hat einen etwas zu großen Kopf, dafür zu kleinen Körper, also sozusagen das Gegenteil von den Proportionen hier. Während sie hier zu lang gestreckt sind, kommen sie mir zu gestaucht vor. Ich hasse es. Aber also eigentlich hat es ja Prozess gemacht.
Aber irgendwie, ich sehe einfach nur die, glaube ich, Deproportion. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es liegt auch unter anderem daran, dass ich unbedingt nochmal 1500 Details auf dieses fucking Mini-Kleid klatschen musste. Vor allem auf dem Umhang. Der hier sieht man ja, geht da unten drunter lang. Hier wiederum ist er über den Arm. Also, ich habe nicht mal die Stoffphysik richtig beherrscht. Ich sehe immer mehr Fehler, je öfter ich das Bild gucke. Blättern wir schnell weiter. Ha! Andere Rasse. Anima ex Animalis von Pferde. Oder kurz Pferd. Das war ein Wichtelbild. Ostern, Surprise. Was ja auch bald wieder ist. Meine Fresse, Alter. Ja, stimmt, letztes Jahr. 26.04.20. Lol. Und das ist ein Chibi in meinem Stil. Ob ihr das als Chibi anerkennt, eure Wahl. Ich orientiere mich bei Chibis halt mehr an den Semi-Stil, also Semi-Realismus, Semi-Chibis. Googelt die mal, ich finde die hart hübsch. Ich kann mit den normalen Chibis nichts anfangen, die einen Wassermelonenkopf haben, 2 Gramm Körper und Spitzen statt Hände und Füße. Also ich mache auch nur Fäustlinge, keine detaillierten Hände, außer ich will eine bestimmte Gestik zeigen. Aber es tut mir leid, es ist so eine gewisse Nähe zum echten Leben brauche ich immer. Und ich sag's mal so, ich bin okay mit dem Bild. Ich finde, die Galaxy-Augen sind gar nicht mal so scheiße geworden. Die Haarstruktur ist wirklich hübsch geworden, just saying. Aber ansonsten, not sure about it. Aber das Wichtigste ist, diejenige, der OC gehört, hat sich gefreut. Also bin ich happy. Hier, dann haben wir mal ein verspätetes Mermaid-Bild. Mit meiner Finny. Finny ist meine absolute Hassliebe. Ich liebe sie eigentlich grundsätzlich vom Charakter her und zeichne sie deswegen echt oft. Aber welche Drogen habe ich mir reingepfiffen, als ich ihr Charakterdesign gemacht habe? Sie ist wirklich der Charakter mit dem schlimmsten Detailgrad, den ich jemals erschaffen habe. Aber wiederum, ihr Charakter ist so unglaublich Zucker, dass ich sie dafür fucking oft zeichne. Halfbody ist okay, aber wenn ich Fullbody mache, oh mein Gott. Ich hasse mich wirklich mit jedem Strich immer mehr. Aber ich habe es halt leider nicht mehr im Mermaid geschafft, der halt immer jeden Mai ist. Aber ich wollte das Bild trotzdem nicht sterben lassen, weil ich es halt grundsätzlich hart süß fand, wie die Skizze aussah. Also habe ich es dann im Juni nachgeholt. Und falls ihr euch wundert, warum hier zum Beispiel so ein weißer Rand ist, ich habe es zuerst normal auf dem Blatt vorskizziert, auch gelined. Dann dachte ich mir, weil es ja mit dem Rubbelkrepp rumzieht, nimmst du mal Kreppband. Das klebt ja nicht viel. Ich meine, du kannst es immer super easy abziehen. Nein, es gibt, by the way, ein Video dazu. Wenn ich dran denke, verlinke ich es in der Info. Beziehungsweise lasse es auch als Videovorschlag da. Bitte guckt es euch an. Ich möchte diesen Unfall nicht nochmal erzählen. Aber ich finde trotzdem immer noch, dass ihre Pose sehr süß ist. Auch wenn es keinen Sinn ergibt, dass sie immer noch Federflügel unter Wasser hat. Aber YOLO, wir sind im Anime-Land. Noch mehr Finny! Ich sag ja, also ihr Detailgrad an ihrem Outfit ist pain in the ass. Aber ihr Charakter ist einfach so goldig, dass ich sie so oft zeichne. Aber ich sterbe jedes Mal neu. Aber sie ist halt auch vom Charakter her sehr tollpatschig, deswegen ist sie halt. Sie wuselt meistens im Wald rum, bleibt dauernd mit ihren fucking Flügeln irgendwo hängen, deswegen hat sie da die Blätter drin. Und beim Rumstolpern ist sie den sogenannten Feenpilzen über den Weg gelaufen. Bei den Anime gibt es eine schöne Quest, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Aber du kannst mit das Weltbild dieser Weltspezies, ich wiederhole mich, mitbilden, indem du selber Tiere erschaffst. Und ich habe halt mal irgendwann aus Langeweile da rumgescrollt und habe diese fucking süßen Feenpilze entdeckt und dachte mir, du musst unbedingt dazu eine Illu machen. Ich habe auch passend dazu, zu diesen süßen Tieren, ein verstörendes Wesen gefunden, das man super als Creepy-Bild umsetzen kann, was ich auch noch mit Finny machen will. Ich weiß nur noch nicht wann. Aber ich finde diese Quest toll. So kann man halt die Ideen von anderen aufgreifen und nochmal als Input zu einer eigenen Illo nutzen. Mal sehen, wann ich ein eigenes Tierchen dazu haue. Das will ich auch noch irgendwann machen. Sie hier ist wiederum von einer anderen Spezies.
die sich inzwischen mehrfach umbenannt hat, dass ich gerade echt nicht mehr weiß, wie die heißt. Es tut mir leid. Aber in dieser Spezies ist sie eine Wächterin einer Blumenwiese, wo ich hoffe, dass da noch mehr Input/Story zukommt, weil ich ansonsten sad bin, dass sie nur eine Wächterin der Blumenwiese ist, die einfach gar keinen fucking Sinn hat. Aber weil sie eine Wächterin ist, musste ich sie natürlich einmal in einer schönen Action-Pose zeichnen mit ihrem Speer, was übrigens ein Snake-Speer ist. Das bedeutet, das Speerblatt hier vorne kann sich aufsplitten, sodass du eine große Reichweite hast. Ich liebe diese Waffe des Todes. Sie ist momentan meine Lieblingswaffe. Ich habe bisher noch keine bessere geschaffen, finde ich. Stylisch und funktionstechnisch. Und ja. Sie ist auch richtig goldig vom Charakter her. Aber ich zeichne sie halt echt selten, weil mir der Input zu ihrem Job fehlt. Allgemein leider zu der Rasse. Ich würde echt gern mehr mit ihr machen, weil ich, wie gesagt, ihr Design immer noch liebe. Aber ohne Input von der Rasse wird es schwer, da vorwärts zu kommen. Weil mir fehlt halt allgemein das Weltbild davon. Das müsste man dann echt mehr ausbauen, meiner Meinung nach. Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Rasse. Man darf da echt gerade kein Trinkspiel draus machen, wie oft ich erwähne, das ist eine andere Rasse. Weil ich glaube, da wären wir jetzt schon gut angesäuselt. Aber wir haben immerhin zweimal denselben Charakter direkt gegenüber. Diese Rasse schimpft sich Blumis. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie die Cursorin auf Facebook heißt. Es tut mir leid. Und Blumis, wie man sich vielleicht denken kann beim Namen, hat Blumenthema. Du fusionierst sozusagen eine Blüte mit einem Tier in einen humanoiden Character Design. Und meins ist eine Merkhead. Weil ich es halt ganz lustig fand, den Gedanken zu nehmen, Katzen sind eigentlich wasserscheu. Ja, eigentlich. Ich habe halt jetzt einfach eine Wasserkatze. Sie kann auch an Land normal Beine bekommen, aber sie ist immer lieber im Wasser drin, weil sie die Schwerkraft auf dem Land fucking anstrengend findet. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Bild immer noch. Ich finde es echt goldig, wie sie hier zum Betrachter greift. Und ich mag auch hardcore die Color, gerade von ihren Haaren, die finde ich extrem geil geworden. Ganz ehrlich, da muss ich mich loben. Auch hier diese Perspektive, wo diese Bewegung drin ist, mit dieser S-Linie, dass sich so nach vorne beugt und so. Ich liebe an diesem Bild alles. Oh mein Gott! Und sie hat halt diesen Blumenkranz hier, von Übergang von Menschkörper zu Fischschwanz. Den wollte ich halt mit so einer Rückenansicht ganz gern betonen und dass sie halt auch diese Freunde unter Wasser hat, diese Fischis, die sie immer begleiten. Aber ich muss sagen, ich bin diesmal nicht zufrieden mit diesem Bild. Ich finde es okay, aber ich bin jetzt nicht so hardcore glücklich wie mit dem Bild. Weil, ich weiß nicht, es fehlt noch irgendwas, aber ich habe es halt auch nicht besser hinbekommen. Aber ich finde es grundsätzlich ganz schön, dass man so mal zwei Illus nebeneinander mit demselben Charakter hat. Ich finde, das hat was, dass du einmal siehst von vorne und dann mal von hinten. Und hier haben wir ein Fanart von meiner absoluten Herzensserie, der Beginn einer Fanart-Serie. Ich habe danach unglaublich viele Fanarts gezeichnet. Ruby. Ich habe ja schon im letzten Video erzählt, worum es Ruby grob geht. So gut es geht, ohne zu spoilern. Und mit Ruby selber, der Hauptprotagonistin dieser Serie, stehe ich im Zwiespalt. Auf der einen Seite liebe ich des Todes ihre Waffe Crescent Rose. Fangen wir erstmal damit an, dass dieser Name episch ist. Ihr Kampfstil ist richtig geil. Das Timeskip-Outfit, was ich hier gezeichnet habe, ist das beste Outfit meiner Meinung nach. Das erste finde ich zu eintönig. Aber wiederum, ihr Charakter bekommt erst nach einigen Staffeln, wenn es nach mir geht, ihr könnt es gern anders sagen, falls ihr Ruby kennt, wirklich erst ungefähr Ende fünfte Staffel Charakter. Vorher ist sie halt einfach nur eine Person, die der Story folgt, mehr oder minder. Und das finde ich halt echt sad. Aber sagen wir es mal so, sie bekommt immerhin jetzt einen besser als gar nicht. Und ich mag das Fanart immer noch, auch wenn ich sad bin, dass das Papier hier wieder zugeschlagen hat. Aber es fällt Gott sei Dank nicht so hart auf. Da denken sich die Leute meistens bestimmt so, ist gewollter Schatten. Nee, Bruder, das Papier hat gefehlt. Aber
Ich hab's nicht laut gesagt. Oh boy. Wir kommen zum nächsten unbeendeten Fanart, was mir im tiefsten Herzen wehtut. Weil ich unglaublich lange an dieser Pose gesessen habe. Ich finde die Pose immer noch unglaublich hübsch. Aber ich glaube, ihr seht, warum ich nicht weitermachen konnte, oder? Das tut mir im Herzen weh. Und das Problem halt bei mir ist, wenn ich einmal ein Motiv gezeichnet habe, ich kann es nicht nochmal zeichnen. Mich triggert es selber des Todes, nochmal exakt dasselbe zu zeichnen. Ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob ich selber diesen als Einzige diesen inneren Zwang habe, aber ich muss immer irgendwas anderes zeichnen. Und deswegen traue ich dieser Pose hinterher. Weil ich liebe sie. Sie ist so dynamisch. Ich finde auch atmosphärisch. Und es ist Amber von Genshin Impact. Ich spiele das Spiel ganz gerne, weil es schön zum Entspannen ist nach Arbeit. Und Ambi ist halt einfach meine Waifu neben Keqing. Aber dieses Fanart wurde... bleibt leider für immer ein VIP. Da ist der Beginn meiner wunderschönen ersten und einzigen Fanart-Serie, beziehungsweise genauer gesagt Fanart-Fusionsserie, wie man hier lesen kann, Ruby X Yuki Yuna. Eigentlich heißt der Titel komplett ausgesprochen Yuki Yuna wa Yuche de Aru. Oder auf Englisch Yuki Yuna is a Hero, ein Magical Girl-Serie. Aber ich wollte nicht jedes Mal den Rest dazu schreiben. Also einfach nur Ruby X Yuki Yuna. Ich meine, Yuna ist ja nun mal auch der Hauptcharakter, von daher draufgeschießen. Und wir haben angefangen mit meiner Waifu. Tut mir leid. Ich liebe Yang, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Aber was mich jedes Mal neu verzweifeln lässt, sind ihre verdammten Haare. Sie ist angelehnt an Goldlöckchen, deswegen hat sie halt wirklich blondes Haar gelockt. Sieht in allen anderen Fanarts immer unglaublich hübsch aus und ich sterbe jedes Mal tausend Tode, weil ich diese verdammte Struktur nicht gescheit hinbekomme. Also, wenn wir uns die Haare wegdenken... bin ich mit dem Rest richtig zufrieden. Ich liebe die Pose, dass sie das Breitschwert so in den Boden rammt und sich dann da dran runtergleitet, um dann wieder aufzuspringen. Es hat richtig schöne Dynamik. Aber diese Haare. Warum, Ying? Warum? Ich zeichne sie deswegen so selten, weil ich einfach jedes Mal in ihren Haaren sterbe. Ich verzweifle jedes Mal neu. Ich bin noch nie zufrieden damit gewesen. Vielleicht mal kurz in der Skizze. Dann habe ich es geleint. War mir so... Dann kam die Color und hat das endgültig zerfickt. Und, ja. Bei Yuna, also Yuki Yuna ist halt immer so das Gimmick, dass sie diese Blütenblätter rumfliegen haben, je nachdem, welche Blüte sie präsentieren. Und deswegen dachte ich mir so, passend zu den Teamfarben, mache ich dann mit Glitzerfarbe die Blütchen, die da mit da rumwirbeln. So als Fusion zwischen Ruby und Yuki Yuna Easter Egg. Dann habe ich da gleich fleißig weitergemacht und wir haben Ruby. Ich habe sie mit Karin zusammengehauen, meinen zweiten Lieblingscharakter von Yuki Yuna. Und ich bin mit dem Bild wirklich zufrieden. Ich finde diese Pose so hart trollig, dass sie einfach mit den Katanas rumspielt, weil sie das Ganze noch nicht ernst nimmt. Und ich gehe halt von dem Mindsetting her aus, dass die alle eher am Anfang der Story spielen, wo sie alle noch ein bisschen naiv sind, sage ich jetzt mal, noch nicht so ernst sind, noch mehr Spaß haben, noch einen Lebenswillen haben und nicht depressiv sind des Todes. Und deswegen war so, okay, Ruby muss mit den Katanas rumspielen. Einfach nur, weil es halt auch eine echt süße Anspielung innerhalb der ersten Folgen gibt, wo sie auch so ein bisschen rumspielt. Dann haben wir Weiss in Togos alias Washis Outfit. Und das Ding ist, bei Yu-Yu und Ruby haben wir ja inzwischen viele verschiedene Outfits von allen Staffeln. Und ich wollte es halt so machen,
dass jeder Charakter sozusagen das Lieblingsoutfit von dem Charakter bekommt, den er sie erst cosplayt. Und ich finde, dass aus der zweiten Staffel von Washi ein Ticken schöner als das aus der ersten Staffel, was vor allen Dingen daran liegt, dass ihre Titten in der ersten Staffel des Todes zur Schau gestellt werden. Diese Transformation triggert mich des Todes und das Einzige in dieser verdammten Serie, was ich verbrennen will. Ansonsten liebe ich die Serie des Todes. Und auch alle Transformationen haben was Schönes. Aber Alter, dieser Bubi-Shot bei Togos Transformation ist einfach nur just no, please not. Diese Hupen. Ich habe ein Traumata davon. Und dann haben wir hier Kitty Cat als Sonoko. Auch von der zweiten Staffel. Bevor sie ihr Reboot bekam. Also, die haben später auch nochmal ein Upgrade bekommen. Mit dem Kampfstab im sozusagen ausgefächerten Modus, den sie auch immer als Schutzschild benutzen kann. Und da ja Kitty Cat eh so ein kleiner Anime-Klischee ist. Catgirl, Ninja, Emo. Dann soll sie auch den Schirm bekommen, um nochmal das Asia-Theme so richtig hart anzugreifen. Also ich muss sagen, ich mag es immer noch. Ich finde, die Perspektive kommt gut rüber. Der Schatten setzt nochmal das richtigen, schönen letzten Schliff. Und kann sich sehen lassen. Dann hatte ich mal Bock auf ein Gore-Motiv. Ganz ehrlich, am schönsten ist der Totenkopf hier unten. Das ist mein OC Raven. Sie ist ein Dämon, der halt gerade snackt. Aber irgendwie... I'm not that amused as I thought. Ich hatte gehofft, ich bin begeisterter, aber ich finde, es ist so ein Weder noch. Es sieht ein bisschen awkward aus, aber auch nicht irgendwie so richtig geil. Also, es tut mir leid, Raven. Ich habe dich so lange nicht mehr gezeichnet und dann wirst du kein gutes Motiv geworden. Bitte töte mich nicht. Man kann nicht mit jedem Bild zufrieden sein. Es ist okay. Ich hoffe, mit dem nächsten Raven-Bild mach ich wieder was Besseres, aber das ist... könnte besser sein. Welches Datum sind wir jetzt eigentlich? Ich habe kein Datum draufgeschrieben. Shit. Aber egal. Das hier ist 4.10.20. Also 4. Oktober 2020. So. Und ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, dass ich das Ember-Motiv vor sich Finn verrotten lassen muss, weil das Papier nicht mitspielt. Also habe ich meine beiden Waifus in einer Action-Szene gezeichnet. Und ich bin zufrieden. Okay, außer mit Kei Chings Haaren. Sie hat pastell-lilane Haare. Mein absoluter Todfeind. Und es sieht halt ein bisschen bläulich aus irgendwie, aber ich konnte halt auch nicht tiefer gehen im Schatten, weil dann wären die Haare zu dunkel geworden. Aber grundsätzlich von dem Posing her von beiden bin ich zufrieden. Kejing ist schön in Action, Ambi setzt einen richtig geilen Schuss und sie sieht glücklich aus. Und ich finde, es ist ein schönes Actionbild geworden. Aber um nochmal kurz zu zeigen, warum ich eigentlich gerne Rubbelkreuz benutze. Ihr seht ja hier überall den Rand. Das Ding war halt, ich musste mich des Todes konzentrieren, dass ich nicht aus Versehen hier rüber zeichne, weil das ja im Hintergrund ist. So, aber dadurch wiederum, finde ich, sieht man, dass halt wirklich das Shading und die Struktur gelitten hat, weil ich nicht so frei arbeiten konnte. Aber ich wollte es halt auch nicht leer lassen, weil dann hätte es halt auch mehr ausgesehen. Jetzt kommen wir zu einem richtig, richtig, richtigen Sonderfall. Darf ich vorstellen? Mein alter Ego Flo. RP Roleplay, wenn man sich sozusagen zusammen eine Geschichte erschreibt, immer abwechselnd mit jemandem. Und Flo ist sozusagen mein alter Ego, also er ist meine Personifikation in diesem Game. Er ist 44, je nachdem, welchen Punkt man in der Story ist. Ist dezent gefickt vom Leben. Assassine, Werwolf, Grumpy, will grundsätzlich alles töten, aber hat natürlich einen weichen Kern. Aber er grundsätzlich ist halt echt gern ein kleines Arschloch. Aber umso mehr Spaß macht es, ihn zu spielen. Und ich hatte mir da halt meinen City
Hintergrund versucht und ich sag's mal so, dafür, dass es das erste Mal ist, ist es okay, aber es ist definitiv ausbaufähig, aber am Ende, ich bin halt auch wirklich glücklich, dass man sieht, dass er schon vom Leben gezeichnet ist. Und nicht nur von mir gezeichnet. Entschuldigung, ich muss kurz den schlechten Witz machen. Ganz ehrlich, ich bin wirklich am stolzesten auf diesem ganzen Bild, dass er einfach nur im Gesicht gefickt aussieht, dass man wirklich sieht, er hat schon einiges durch. Und nicht halt wieder wie aus dem Jungbrunnen entsprungen, wie halt, ja, er sieht alt aus. Ich bin stolz darauf. Hier haben wir jetzt Pinoleo. Sie ist eine sogenannte Jam Doll, die populärste Rasse, die es auf Facebook gibt. Und sie ist eine Eule. Sie hat deswegen auch die Ohren. Und sie hat Mini-Hüftflügel. Aber ich hasse mich ein bisschen dafür, aber es war halt so, ich muss echt Flügel üben. Gerade mit Muster. Deswegen, jedes Character Design, was ich mache, hat mindestens ein Gimmick, wovor ich mich immer drücke zu üben. Und das ist halt bei ihr das Ding. Diese Flügel mit Muster. Sie hat eigentlich so leicht dunklere Streifen hier auf dem Hellbraun. Aber ich habe es nicht gut genug reinschattiert. Leider. Irgendwann kriege ich es noch gescheit hin. Hier kommen wir jetzt zu den nächsten Fanarts. Und zwar Predicure. Ich liebe Magical Girls des Todes. Es gibt nichts Geileres. Egal, ob das die klassischen Magical Girls sind, wo es halt wirklich die Gewalt noch verniedlicht wird. Oder jetzt die neuen Dark Mao Shoujos, die die ganze Zeit aus dem Boden sprießen, wo du wirklich siehst, dass sie leiden. Körperlich wie seelisch. Bei Yu-Yu ist es, by the way, vorrangig seelisch, dass die da gefickt werden. Du siehst es wenig am Körper. Aber das mag ich halt auch ganz gern, weil ich immer lieber in die Psycho-Richtung gehe. Aber jedenfalls, Predicure. Meine zwei Lieblinge aus Fresh Predicure, Princess, beste blaue Cure, die jemals existiert hat und die eigentliche Protagonistin hätte sein sollen, und Cure Honey. Ich hasse Cure Lovely des Todes. Ich will sie verbrennen. Dieses Stück Scheiße dürfte niemals auf der Erde unterwegs sein, weil sie einfach die OP-ste pinke Cure ist, die auf dieser Welt existiert und einen Charakter hat wie ein Scheißhaufen. Zuerst sah es danach aus, dass mal eine blaue Cure, also Cure Princess, die Hauptrolle in dieser fucking Staffel hätte. Und ich dachte mir so, geil, du siehst Potenzial. Ja, nee, Ende der ersten Staffel hast du gemerkt, es springt wieder zu Pinken, zu diesem Scheißhaufen von Charakter. Ich könnte mich stundenlang über sie aufregen. Weil sie ist einfach nix, sie ist ein Lappen. Ein Lappen, der overpowered ist, aber ein Lappen. Und Cure hat so viel Charakter in sich, was teilweise verschwendet wird, weil natürlich Lovely im Mittelpunkt stehen muss. Aber deswegen haben sie ein glückliches Fanart. Und hier haben wir die Queen of Pink Cures, Cure Flora. Also, mit ihrer Frisur bin ich immer noch hart am struggeln. Mit der, ich finde, man hätte da mehr draus machen können. Die ist auf der einen Seite zu viel und gleichzeitig ein bisschen verwirrend, aber okay. Aber ihr Charakter, Alter, 9000 Punkte, 1 Million, es gibt keine bessere pinke Cure. Sie ist wirklich mit Grund mal eine starke pinke Cure, die mit Grund die Anführerin ist, weil sie wirklich das macht, was sie soll. Sie gibt den Leuten Hoffnung. Sie hatte mal wirklich mit Grund kurz einen Mental Breakdown. Nicht wie sonst immer dieses Übertriebene. Und hat sich zurückgekämpft und hat denen gezeigt, wie man sich verhält als Cure. Sie ist einfach ewig des Todes. Und dazu habe ich halt dann einfach eine Illu gemacht aus meiner Lieblingsszene gegen Cure Twilight in diesem komischen Universum. Das habe ich dann nochmal im Hintergrund aufgegriffen und ich liebe dieses Bild. Es ist mein absolutes Liebling aus diesem Buch. Die Haare sind okay. Es ist fast so schlimm wie bei Yang. Nicht ganz so schlimm. Aber ich weiß nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Wie so Spaghetti, die hinterher geworfen werden. Aber es ist okay. Ich finde, die Atmosphäre, die ich treffen wollte, wurde wunderschön getroffen. Von daher, YOLO. Ich liebe dieses Bild. Und ich liebe dich, Flora.
Dann haben wir hier Ashley, auch ein Story-OC, die ich extrem lange nicht mehr gezeichnet habe. In ihrer Werkstatt mit einem relativ simplen Hintergrund. Ich hätte mehr rausholen können, aber ganz ehrlich, ich war froh genug, dass ich das durchgezogen habe. Und daneben haben wir auch noch ein Story-OC, Roxy. Aber surprise, wie Sie sehen können, dieses Bild wurde nicht beendet. Ich bin nicht zufrieden geworden. Ich muss meine Story-Bibes echt mal mehr zeichnen. Und ich weiß nicht, was mich genau stört. Aber irgendwie, ich war beim Collern, ich wurde immer unzufriedener, je weiter ich gemacht habe. Und deswegen habe ich es dann aufgegeben. RIP-Seite. Und dann geht es jetzt weiter mit der Fanart-Serie. Hier haben wir Salem in dem Taisha-Outfit. Taisha ist sozusagen die Organisation, die die Helden in Yukiuna rekrutiert, aber die halt ein bisschen Dreck am Stecken haben. Das Taisha-Outfit ist fast komplett weiß. Salem hat weiße Haut, weiße Haare mit roten Adern in der Haut. Da mir das Ganze zu viel weiß war und man hier ja auch diesen Olivstreifen hat, dachte ich mir so, fuck off, du gibst dem Ganzen noch einen Olivfarbverlauf. Damit es halt nicht nur weiß ist, nicht nur einfarbig. Und ich finde, es hat dadurch das Outfit echt unglaublich gut gerettet. Und ich mag es auch. Ich hatte noch kurz überlegt, ob ich auch hier noch mal diese Mosaikfenster mache, wie ich gerade bei Flora hatte, aber da alle anderen keinen einzigen Hintergrund haben, dachte ich mir so, okay, du bist schon OP genug, was Hintergrund belangt durch die Bücher, der Rest bleibt weiß. Und ich habe hier mit Absicht die Blüten weggelassen, weil sie ja sozusagen der Gegenspieler ist. Sozusagen als Hinweis, Easter Egg, whatever. Und das hier ist das böseste Easter Egg aller Zeiten. Wir sehen hier Pyrrha als Jin. Und beide Charaktere, Achtung Spoiler, sterben. Das ist einfach nur so ein unglaublich böses Easter Egg, aber sie passen halt auch vom Charakter echt am besten als Match, so um sich gegenseitig zu cosplayen. Aber es ist so böse. Und ich finde, ich glaube, man sieht im Gesicht, sie ist bereit zu sterben, weil sie weiß, was kommt. Rip my little angel. Ich habe hier vergessen, das Blatt zwischenzulegen. Was ich sonst halt immer habe. Deswegen ist es hier so krass durchgeblutet. Und so krass durchgeblutet, dass ich die zwei Seiten zusammengeklebt habe, weil es war noch auf der nächsten Seite zu sehen. Das war ekelhaft. Und hier haben wir Nora als Yuna. Und sie hat die Vogelperspektive bekommen. Und ich mag's. Ich wiederhole mich. Aber es ist okay. Man kann sein Zeug mögen oder sogar lieben. Man kann auch mal unzufrieden sein, aber bitte sucht nicht nur die Fehler in den Bildern, sondern auch das Positive. Weil ihr sollt euch nicht selber ficken. Das Leben fickt euch genug, vertraut mir. Ich finde auch, dass hier die Vogelperspektive wieder gut kommt. Und ich weiß nicht, irgendwie finde ich es halt... Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie so süß, dieser Schwung in der Pose. Und dass es so den Arm kurz warm renkt oder wie auch immer. Ich glaube, ihr kennt die Handbewegung. Dass sie dann so enthusiastisch in die Kamera guckt, mehr oder minder. Und Nora ist einfach nur live. Sie ist ein hyperaktiver Flummi. Sie ist das, was ich nicht bin. Immer positiv und optimistisch. Ich liebe dich, Baby. Ich finde, dieses Bild hat super getroffen. Aber mit dem bin ich jetzt nicht so zufrieden, leider. Wir haben Penny als Isuki. Grundsätzlich steht ihr das Outfit echt gut und ihre Waffen sind echt ähnlich gebaut, wie ich ja auch im letzten Video erklärt habe. Aber ich finde ihre Pose ein bisschen awkward. Also ich habe es mir besser vorgestellt. Aber mir ist auch keine andere Pose eingefallen. Also es tut mir leid, Penny, dass ich deine Cuteness nicht ins Bild übertragen konnte. Und hier haben wir wieder ein angefangenes Bild. Ich sag ja, es sind nicht nur zwei Bilder. Das ist mein Charakter Velvet, auch wieder von den Animas von der Spezies. Ich habe sie bisher nur ein einziges Mal im digitalen Character Sheet gezeichnet und lebe sie auch grundsätzlich vom Charakter her, weil ich muss sagen, mit diesen leuchtenden Flügeln als Gimmick habe ich mir selber einen Todesstoß verpasst, weil sie eigentlich diese dunkle Haut hat.
diesen Übergang hinzubekommen, ist richtig anstrengend. Und wie ihr hier seht, der Übergang denkt sich so, nope. Und deswegen habe ich es abgebrochen. Es tut mir so leid um das Baby, aber guckt euch diesen extrem fleckigen Übergang an. Das geht einfach vorne und hinten nicht, Alter. Die Gute hier habe ich übernommen, auch aus einer Rasse, den Usachikan. Sozusagen Hasenfilm gemixt mit Zeitreise, ganz stumpf gesagt. Und ja, das ist leider das einzige Bild von ihr, aber ich bin glücklich, dass jemand schon mal einmal gezeichnet hat. Und ich finde halt ihr Design echt hübsch. Ja. Mehr gibt's zu ihr nicht zu sagen, weil ich doch Charakter denken muss. Wir sind wieder zurück bei den Animas. Das hier ist meine flotte Wespe Aria. Sie war ursprünglich nicht geplant. Ich habe einfach random drauf losgekritzelt mit der Pose. Und dann, als ich die Pose fertig habe, war ich so, ja, Aria, passt, machst du noch eine Truhe drauf, wie sie einfach nur frech da drauf grinst und wartet, dass jemand näher kommt, den sie dann mobben kann. Es ist kein besonderes Motiv, aber ich mag's. Das Beste ist halt wirklich immer bei mir zumindest, dass ich wirklich ohne Plan rangehe. Weil wenn ich was im Kopf habe, kriege ich es nie so hin auf Papier und werde unzufrieden. Das braucht man nicht. Ich zitiere mich selber nochmal. Man wird genug gefickt von Leben. Und wir sind wieder bei Genshin. Bei dem einzig wahren Husbando, wo ich wirklich... Ach, ich hatte noch nie so krasse Gefühle für einen fiktiven Charakter. Ich liebe Kraft des Todes, Alter. Er ist, Spoiler, leider unser Gegenspieler. Aber sein Charakter ist so perfekt, oh mein Gott. Aber dafür hasse ich seinen Anzug. Sein Anzug ist halt außer diese kleinen roten Elemente drei verschiedene Grautöne. Du hast nichts anderes. Und das ist so unfassbar anstrengend zu colorn. Ich finde auch, man sieht nicht wirklich die Grautöne, wie ich versucht habe nachzustellen. Es sieht sehr einfarbig aus, aber das ist es eigentlich nicht. Aber diese minimalen Farbnuancen so passend zu schattieren, dass du sie trotzdem noch klar untereinander erkennen kannst, aber ein ganz samtes ergeben, ist einfach nur so anstrengend. Warum? Aber ansonsten, er ist vom Charakter her perfekt. Also, wenn ihr eine ruhige Minute braucht, chillt euch zu Graf. My boy. Und jetzt kommen die letzten Beiträge von der Fanart-Serie. Oh mein Gott, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Es tut mir leid. Ich habe mich versucht, schon Gott zu fassen. jetzt haben wir Fu als Yang. Das allererste Combat-Outfit von Yang. Das ist immer noch mein Liebling, weil ich finde, es ist perfekt. Es zeigt, dass sie zwar immer noch diesen Girly-Touch hat durch diesen Rockgürtel, wie ich es nenne. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen soll. Aber du siehst halt auch trotzdem dieses Tomboy durch die Puffärmel eng gemacht. Boots, die wirklich praktisch sind, kein krasser Absatz. Es ist die perfekte Mischung zwischen Funktion und Style. I love it. With my soul. Ja. Und Fun Fact, Fu und Yang haben beide als Hauptfarbe Gelb. Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Ich weiß nicht, ob ich das teilweise unterbewusst aussuche, wie bei Kyohani, die ja auch gelb hat. Aber ich fand es lustig, dass die beide dieselbe Farbe haben. Dieses Bild finde ich so unfassbar süß. Es gehört zu meinen Lieblingen. Wir haben hier Karin in Rubys Outfit. Ich habe ja vorhin gesagt, dass mein Timeskip-Outfit ihr Liebling ist. Ist es auch immer noch. Aber ich wollte nicht nochmal das Timeskip-Outfit zeichnen, sondern da hat sie das momentan aktuellste Outfit an. Und zwar von Atlas Arc, sozusagen das Atlas-Outfit. Was für mich persönlich zu ähnlich zum Timeskip-Outfit ist, aber grundsätzlich auch nicht hässlich ist. Es hat schon was, aber es ist halt mir, wie gesagt, zu identisch zum Timeskip. Und wir haben hier Crescent Rose. Die epischste Waffe, die existiert in ihrer Sensenform. Und ich wollte halt einfach zeichnen, wie zuerst Karin so großspurig so, ja, die Waffe kann ich doch alleine heben, wenn die das auch kann. Und dann, flup, klatscht sie nach vorne, weil halt im gesamten Ruby-Universum ist das die schwerste Waffe. Und Ruby ist der jüngste Charakter.
Just saying. Aber ich liebe diese Pose. Ich bin echt glücklich damit. Und ich finde auch ihren Gesichtsausdruck echt trollig. Und ich finde Crescent Rose, ich bin zwar ein bisschen dran gestorben, als ich wieder versucht habe zu verstehen, wie sie aufgebaut ist, aber ich finde, sie ist gut geworden. Ach, ich kann nicht umblättern, Alter. So, dann haben wir Togo in Wise Outfit. Und zwar auch von Timeskip. Weil ich sagen muss, bei Wise ist es tricky, was mein Lieblingsoutfit ist. Mein allerliebstes Lieblingsoutfit ist von Season 2, wo sie dieses extra Outfit hatten von Painting the Town. Aber, to be true, es ist fast nur Wise mit kleinen schwarzen Details. Sieht für mich immer noch optisch am schönsten aus, aber ich hatte keinen Bock, ein fast komplett weißes Outfit zu colorn. Ich hasse einfarbige Outfits. Deswegen habe ich sozusagen mein zweitliebstes genommen, und zwar Timeskip Outfit. Und es passt halt auch wunderbar zu Togos Farbschema, weil sie ja auch blau-weiß hat. Ja, ich würde sagen, Togo steht auf jeden Fall das Outfit, ne? Weil ich sagen muss, ich habe sozusagen gecheatet. Eigentlich hat sie ja noch am Anfang, also in der ersten Staffel, kann sie nicht laufen. Den Grund lernen wir in der zweiten Staffel kennen. Beziehungsweise wie es dazu kam. Gegen Ende der ersten Staffel kriegen wir den Grund raus, aber wir sehen ja nicht, warum ist das passiert. Aber ich habe sozusagen gecheatet. Und sie hat sozusagen statt der Semblance, also die Fähigkeit, die jeder Ruby-Charakter hat, wenn er seine Aura aktiviert hat, durfte sie sich entscheiden, entweder du kriegst die Semblance oder du kriegst wieder gesunde Beine. Sie hat gesagt, YOLO, ich will meine Beine zurück. Also in der ersten Staffel ist sie halt im Rollstuhl rumgefahren. Aber ihr erstes Outfit hat ein richtig geiles Gimmick, um auszugleichen, dass sie eigentlich nicht laufen kann. Aber wie krass ihre Hupen in dem Outfit betont werden, triggert mich halt, wie gesagt, das Todes. Ich konnte es nicht zeichnen. So. Hier haben wir Sonoko in Kitty Cats Outfit, und zwar von der zweiten Staffel von Painting the Town. Ich liebe grundsätzlich alle Outfits von der Staffel, außer Ruby ist, aber es passt halt zu ihr, aber es ist trotzdem mein Liebling von ihr. Aber bei ihr musste ich das nehmen. Und Sonoko ist halt auch vom Charakter her vorwiegend kindlich gehalten, aber das Schwierigste bei ihr waren ihre Haare. Sie hat, wie ich, von Natur aus aschblonde Haare, bedeutet, du hast zwar grundsätzlich blond, aber du hast sozusagen einen Graufilter drüber, kannst du dir so vom Farbschema her vorstellen. Und wie zum Fick colort man das? Ich habe einfach versucht, mit Warm Gray die Schatten zu setzen, um sozusagen diesen Dreckfilter nachzuholen. Ich sag's mal so, es ist jetzt nicht wirklich identisch, aber ich finde, es ist das Beste, was ich rausholen konnte. Und ich finde halt ihre Pose auch goldig, und man sieht einfach, dass sie wirklich vom Charakter her wie so ein kleines Kind ist. Und das macht sie halt auch so liebenswert. Vor allen Dingen ihre zwei Lieblingstiere sind Huhn und Katze. Und da war einfach nur Blake perfekt. So, hier sind wir jetzt wieder bei den Bösen. In diesem Fall ist es die Schulleiterin von Washis erster Klasse, wo sie noch mit Sonoko und Jin unterwegs war. Siehe Staffel 2. Und ich sag's mal so, sie ist eigentlich nicht wirklich böse. Sie gibt immer wieder Winks und versucht, ihnen zu helfen, weil sie ihnen nun mal leid tut, dass sie in diesem System gefangen sind. Aber grundsätzlich ist sie ja mehr oder weniger trotzdem der Bösewicht, weil man ja die Gottheit nie sieht, die man sozusagen als richtiges Monster sehen kann, mehr oder minder. Weil sie sozusagen der Kernpunkt ist von diesem System. Aber die ganze Erklärung dazu, guckt euch die Serie an. Ich verwirre mich selber immer wieder, wenn ich es versuche zu erklären. Ich muss mich selber immer wieder angucken. Ich habe es grundsätzlich kapiert, aber es ist trotzdem fucking verrückt. Aber es ist grundsätzlich hübsch. Und ich würde sagen, ihr steht das Outfit. Sie hat einen wunderschönen Booby-Shot. Und ich wollte halt auch ein bisschen auffangen, dass man in der Mimik sieht, dass sie will nicht die Böse sein, aber sie gehört nun mal mit in das System rein. So, hier haben wir Yuna als Nora in Timeskid Outfit, was für mich das perfekteste Outfit ist, was die jemals gemacht haben.
weil es passt perfekt zu Noras Charakter. Es ist stylisch, es ist combat-tauglich. Es ist halt wieder wie Yangs erstes Outfit, nur noch besser. Es ist funktionell, aber halt auch optisch geil. Und eigentlich soll Yuna nur so den Hammer schwerschnaufend hochheben, weil der halt entsprechend schwer ist. Aber wie mir im Stream auch gesagt wurde, beziehungsweise wurde ich halt gefragt, leckt die am Hammer? In dem Moment, wo die Frage gestellt wurde, verstehe ich die Frage. Aber nein, sie hebt eigentlich nur den Hammer hoch, aber es sieht schon ein bisschen danach aus. Jetzt kommen wir zu den letzten zwei. Hier haben wir jetzt Jin als Pyra. Ich wollte eigentlich, dass man sie so im Rennen sieht, wie sie mit dem Schild spielt und den Speer so ein bisschen rumwirbelt. Aber es sieht mehr so aus, als hätte sie den Speer irgendwie in eine unsichtbare Wand gerammt, damit sie stehen kann, weil ich habe die Balance verkackt. Wenn du dem Balancepunkt nachgehst, ist der hier und die würde wegklatschen, wenn sie nicht diesen Speer theoretisch irgendwo reinrammt. Oder wir sagen einfach, sie ist mitten in der Bewegung und schlittert hier gerade über den Boden. Aber auer Fuß. Ich glaube, das tut weh, wenn du so schlitterst. Aber, das ist das Wichtigste aber, sind eine Illustration, also nehmen wir das bitte alle nicht so ernst. Danke. Und zu dem Bild sage ich einfach mal nichts, weil ich habe es in dem Video davor gefilmt, euch alles gezeigt, dazu geredet, YOLO. Aber ich würde trotzdem sagen, es ist der perfekte Abschluss. Es ist die letzte Seite des Skizzbuches und es ist das letzte Fanart der Serie. 24 fucking Bilder habe ich durchgezogen. Ich bin stolz auf mich. Ich bin nicht mit allen glücklich, aber sie sind alle akzeptabel grundsätzlich oder mehr. Und falls du das jetzt bis zum Ende gegeben hast, bei gerade 1:06, ich tausend Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich küsse deine Augen. Ansonsten, nächste Woche kommt wieder eine Illu. Das wird dann ein kürzeres Bild. Ich denke mal, das wird nur eine halbe Stunde, weil es ist jetzt nicht so krass aufwendig. Ich will ein bisschen Storytelling mit reinbringen. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Dass es so ein bisschen auch akustisch mehr wird, statt nur visuell. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht noch ein anderes Video guckst oder vielleicht einen Kommentar da lässt, was ist dein Lieblingsbild, was du sagst. Du kannst auch gerne über die Bilder ragen. Es ist okay, du kannst über meinen Stil ragen. YOLO, ich freue mich über Kommentare. Du kannst auch sagen, wie scheiße die Technik ist. Das ist sie. Ich habe absolut keine Ahnung von Technik. I'm just trying. Und wie gesagt, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn du mir folgst, wenn du einen Kommentar da lässt, wenn du vielleicht noch andere Videos guckst und die auch kommentierst. Oder ansonsten, ich versuche wieder nächste Woche Dienstag das nächste Video hochzuladen. Danke für die Aufmerksamkeit. Man liest dich maybe. Hab noch einen wunderschönen Tag und überlebt mit mir das Jahr. Bitte.